Gut, scheint alles zu laufen. Dann auf geht's zum letzten Gefecht. Puh. Hat ehrlich gesagt länger gedauert, als ich gedacht hatte. Vielleicht hätte ich die Mission noch annehmen sollen. Aber meine Befürchtung wird leider wahr, ich muss nochmal komplett alles neu machen. Wir greifen das IDF-Zentral. Gott. Mason, ich habe das Fahrzeug auf deiner Karte eingezeichnet. Falls die Versicherung Fragen stellt, ich weiß von nichts. Warum kriege ich immer noch Barschrott? Ich meine, klar, dass das Spiel das so vorsieht, ist mir schon... ...schon logisch, klar. Nur wofür? Ja, bitte.
gebe ich auf jeden Fall nicht mehr so schnell. Ja. Mal wenn sie nicht bitte bitte schlafen. Naja, wenn mir das Ding allerdings um die Ohren fliegt, ne, dann mache ich da vielleicht eine Ausnahme. Da das relativ bald der Fall sein könnte. Bin ich nicht beim letzten Mal auch schon falsch abgebogen? Geradeaus und dann bei der Einbiegung. Nicht sehr stabil, die Dinger. Genau, dann nicht mehr hoch. Den General töten. Ja, klingt nach einem Plan. Hier drin vorbei und geradeaus. Richtig? Richtig. Leider werde ich da nur nicht hochkommen, fürchte ich.
keiner, dass ich ein militärisches Gebäude nicht als Deckung benutzen kann. Außerdem habe ich... Oh! Irgendwie in Erinnerung gehabt, dass hier ja auch noch ein Mech rumstehen müsste. Also wenn er sich da irgendwo drin befindet. Das war das letzte, Sam. Das Zentralkommando liegt in Schutt und Asche. Aber von General Rock geht jede Spur. Er ist auf der Flucht, aber er kommt sicher zurück. Wir haben es geschafft, Mason. Die Basis ist vernichtet. Dann sollten wir uns jetzt um die Hydra kümmern. Okay, war das doch nicht die allerletzte Mission. Aber unfair. Ich will den Mech behalten. Es macht so furchtbar viel Spaß, mit den Dingern Unheil anzurichten. Moment mal, ich darf den Mech behalten. Aha. ja. Gut, das sieht voll aus. Naja, sagen wir mal 66%. Könnte schlimmer sein. Okay, wie komme ich jetzt hier am effizientesten raus? Hier bei dem großen Gebäude muss ich hoch. Okay. Den will ich behalten. Nein, besser, ich will einen Unbeschädigten. Und den Schrott nehme ich einfach auch mal mit.
Ah, da hinten war der Bams da, wenn er nicht. Wie? Gebäude zerstören. Wie soll ich damit was zu tun haben? Stimmt, ich habe auch Search. Das wollte ich auch schon so lange mal ausprobieren. Genau, stopp. Denn hier muss ich mich jetzt rechts halten. Habe ich das beim letzten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, nicht hinbekommen? Daran erinnere ich mich nämlich sehr genau. Da hatte ich keinen Mac für die letzte Mission. Oder die haben mir den weggenommen. So eine Hinterhältigkeit könnte ich mir durchaus vorstellen. Mount Vogel. Keiner rührt den an. Steht mein Name drauf. Also Mason, so sieht der Plan aus. Vasha und die Marauder haben den Beschleuniger zum Laufen gebracht. Sie haben den Kontrollturm ganz oben besetzt. Dich brauche ich hier unten an der Basis. Wir werden das Geschoss mit der Nanoschmiede bestücken. Dann warten wir, bis die Hydra in der Umlaufbahn ist. Nach dem Start werden die Nanobots die Hydra pulverisieren. Wie ein riesiges Nanogewehr. So viele Menschen haben ihr Leben gelassen, damit wir diese Chance bekommen. Wir dürfen jetzt nicht versagen. Mason, ich brauche dich bei der Basis des Beschleunigers. Wir werden die Rakete mit der Schmiede scharf machen. Die IDF weiß bestimmt, dass wir etwas vorhaben. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Die Artillerie ist wieder online. Wir können dich mit dem Satelliten verbinden. Das interessiert. Ich bevorzuge den direkten Zweikampf. Willst du den Berg ganz allein verteidigen? Tja, mit dem Ding? Locker. Und wenn das in die Luft fliegt, habe ich ja da noch was. Hopp. War's nicht. Hier ist die Schmiede. Gut, du musst die Schmiede in diese Konsole laden. Den Berichten zufolge ist die IDF auf dem Weg hierher. Rüber zur Zielsteuerung. Och. Keine Sorge, Sam, die kommen nicht durch. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Rakete scharf zu machen. Ich meine, die Zielsteuerung ist lustig, das leugne ich nicht. Aber warum stecken wir nicht einfach alle Leute in die Max und prügeln die weg? Halte sie auf, bis die Rakete startklar ist. Wenn sie die Rakete oder den Beschleuniger zerstören, können wir die Hydra nicht mehr aufhalten. Da kommen sie!
Sam? Ich bin okay, aber ich habe genug mit der Nanoschmiede zu tun. Du musst sie mir vom Hals halten! Wie gesagt, ich habe nie behauptet, dass das nicht lustig wäre. Aber mit so einem Industrie-Mech, die einfach durch die Gegend zu schleudern, wäre noch viel lustiger. Ja, wenigstens sind die Panzer leicht zu treffen. Wo es so lustig war. Typisch. Dürfte ich jetzt bitte mein Nanogewehr-Munitionsgedings wieder haben? Wo ist mein... Er hat meinen Mac gestohlen. Mason, hier ist die Schmiede. Die Rakete ist scharf. Ist alles bereit für den Start? Noch nicht. Die Marauder brauchen deine Hilfe. Sie verteidigen den Kontrollturm auf dem Gipfel des Berges. Wir kommen hier unten zurecht. Und das jetzt bitte auf einen Mech. Hier spricht Marshall. Marshall, nein, raus da!
Tut mir leid, ich konnte nicht zuhören, weil ich töte gerade. Irgendwas sieht übel aus? Ja, das könnte durchaus sein. Oh, das muss nichts heißen. Es sieht immer übel aus. Und dann schickt ihr mich. Tut mir leid, General, ich kann Sie nicht hören. Irgendwie bin ich abgelenkt. Das interessiert mich der Planet. Ich kann hier zerstören. Kann das sein, dass ich mich hier gerade unnötig anstrenge? Hoppala. Die Marauder werden das schon schaffen. Ist ein harter Haufen, also. Ich wollte noch schnell genug Entdeckung. Ist alles bereit für den Start? Noch nicht. Die Marauder brauchen deine Hilfe. Sie verteidigen den Kontrollturm auf dem Gipfel des Berges. Wir kommen hier unten zurecht. Na gut, immerhin darf ich noch mal Panzer fahren.
werde die Türen irgendwie öffnen. Ja, nicht daran hängen bleiben. Wissen Sie überhaupt, was Ihnen gegenübersteht? Die Hydra ist das mächtigste Kriegsschiff aller Zeiten. Ihr gesamter Planet wird in Schutt und Asche gelegt, wenn Sie die Schmiede nicht aushändigen. Och! Ich bin zu hektisch. Ich muss es ruhiger angehen. Ist alles bereit für den Start? Noch nicht. Die Marauder brauchen deine Hilfe. Sie verteidigen den Kontrollturm auf dem Gipfel des Berges. Wir kommen hier unten zurecht. Hey, das darf nur ich. Es wird weitere Opfer geben, viele sogar. Dafür werde ich sorgen.
Ist alles bereit für den Start? Noch nicht. Die Marauder brauchen deine Hilfe. Sie verteidigen den Kontrollturm auf dem Gipfel des Berges. Wir kommen hier unten zurecht. Durchatmen. Weiter. Also, dass die mit Singularitätsbomben um sich schmeißen, ist ein bisschen verzweifelt.
Faction ist tot. Und das sind sie auch bald. Geben Sie der Hydra einfach den Befehl, es jetzt zu Ende zu bringen. Sie werden längst unter der Erde liegen, bevor auch nur eine einzige Einheit auf diesem Planeten gelandet ist. Das hier ist meine Mission, heutiger Hund. Niemand ersetzt meine Befehle! General ist tot, Sam. Ich hab's geschafft, Sam. Die Türen sind offen. Wir sind startklar. Du solltest dir die Ohren zuhalten. Na also, anders als ich es in Erinnerung hatte, muss ich zugeben. Vielleicht ist es auch überarbeitet worden. Saft. Bodenkommando, hier ist die Hydra. Legion Omega wartet auf den Einsatzbefehl. Landezonen bestätigen. Ich wiederhole, Landezonen bestätigen. Die Nanoschmiede finden und sichern. Infrastruktur, Minen und Industriegebiete soweit möglich verschonen. Sämtliche Aufständischen der Red Faction eliminieren. Und die Zivilisten, Sir? Sind entbehrlich. Admiral, wir haben Sichtkontakt. Hier ist Admiral Cobell von der Hydra. Wie ist Ihr Status? Alles bestens, Admiral. Aber bei Ihnen ist gleich die Hölle los. Wer ist da? Die Stimme des Mars. Mason? Admiral! Hey. Oh. Na, wie konnte das bloß passieren? Jetzt ist der Reaktor auch noch putt. Es ist vorbei. Die kommen wieder. Das kann lange dauern. Und wir werden bereit sein. 7 bis 9 Monate ist es, glaube ich. Ich wollte auf Aber die haben Überlichtantrieb, also. Ich wollte meine Ruhe und kein Ärger. Aber ich fand hier etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Die Red Faction hat dem Mars eine Stimme gegeben. Der Mars gab uns eine Heimat. Und den Traum einer neuen Welt. Ja, das musste ja kommen. Also definitiv ein Spiel, das es verdient hatte, remastered zu werden. Eine Menge Spaß gemacht. Natürlich habe ich einiges übergangen, die Thermobar-Raketen, die sind aber nicht so toll. Ich habe die meisten Gebäude ja so ganz gemütlich zerstört bekommen, also. Ja, und ein bisschen von den Anti-Infanterie-Sachen, aber die sind auch nicht so nützlich. Diese durch Wände durchschießgewehre, die sind extrem nervig.
Gerade jetzt in der letzten Mission, wo so viele Gegner damit auftauchen, kann man sich eigentlich nirgendwo mehr wirklich in Deckung begeben. Trotzdem, schönes Gefühl, das Spiel nochmal so einmal gründlich durchgespielt zu haben. Ich meine, einiges davon ist sehr klischeehaft. Oh, Mason kommt auf den Planeten, um mit seinem Bruder zusammen im Bergbau zu arbeiten. Aber dann wird sein Bruder von den Truppen getötet und er ist eigentlich in die Widerstandskämpfergruppe gezwungen und alles. Alles ein bisschen übertrieben, aber hey, wen stört's? Vielleicht könnte ich irgendwann mal den dritten Teil machen, aber ich habe gehört, der soll gar nicht so gut sein. Wobei, ich habe gehört, der soll nicht so gut sein, ist wieder so eine Aussage. Ja, Red Faction soll auch nicht so gut sein, habe ich gehört. Ich sollte es lieber ausprobieren und mir meine eigene Meinung dazu bilden. Wenn es nicht gut ist, kann ich ja immer noch damit wieder aufhören. Trotzdem, schönes Spiel. Zu wenig Mechs, zu wenig Zerstörung, aber das liegt halt daran, dass das Spiel halt auch jetzt 10 Jahre alt ist. 10 Jahre ist eine lange Zeit in der Computerspielebranche. Da gab es noch kein 100% alles zerstören, den Planeten abbauen und das ist erst in den vergangenen Jahren gekommen. Für sich genommen war Red Faction Guerrilla definitiv ein Meilenstein in der Entwicklung von Third-Person-Shooter-Spielen. Und einiges hätte noch eine Menge Feintuning vertragen können. Es ist kein Assassin's Creed. Auf der anderen Seite, es ist kein Assassin's Creed. Ich habe einen einzigen Spielabsturz und ansonsten bugseitig, ja gut, irgendwann hat sich mal die KI beim Fahren aufgehängt, das eine Mal, wo wir das erste Mal mit den Lenkraketen gearbeitet haben. Egal. Kann man mit leben. Ich habe schon einiges an deutlich verbuggteren Spielen gespielt, die trotzdem Spaß gemacht haben. Und Red Faction hat Spaß gemacht und war kaum verbuggt. Ich habe nur den einen einzigen Absturz gehabt. Das ist was. Man muss dazu auch sagen, Red Faction ist noch zu der Zeit entstanden, als Spiele fertiggestellt wurden, bevor sie auf den Markt gingen. Da gab es kein Early Access. Das ist gut und schlecht. Für Indie-Studios ist Early Access klasse, aber ich finde, wenn große Unternehmen Early Access machen, ist das ein bisschen Abzockerei. Egal, ich sollte noch ein paar Sachen zu dem Spiel sagen. Ich finde, das Spiel hätte mehr Nebencharaktere vertragen können. Semenya ist okay. Aber der Commander zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit erwartet, dass sich rausstellt, dass der uns hintergangen hat, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder sowas. Na gut, hat er nicht gemacht. War zufällig mal anständig. Mehr Variation bei den Nebenmissionen, aber ich glaube, das sage ich in jedem dieser Spiele. Irgendwann ist es natürlich immer dasselbe. Fahr mit Jenkins durch die Gegend, zerstöre Sachen, klau das Auto, lenk die EDF ab. Das, na gut. Na, 10 Jahre alt. Nicht vergessen, 10 Jahre alt. Und trotzdem, sehr schönes Spiel. Ja, das war auch noch vor der Zeit, als Individualisierung wirklich universal überall eigentlich vorhanden war, außer bei Ubisoft-Spielen.
Wäre natürlich hier auch eine schöne Sache gewesen, ein paar unterschiedliche Outfits und das entsprechend in die Story eingebunden zu haben. Ein bisschen mehr Variation einfach. Ich meine, was die Umgebung anging, kann man sich eigentlich kaum beschweren. Das Spiel ist thematisch auf dem Mars angesiedelt und Mars war's. Aber mal sowas von. Es gibt zwar einen Multiplayer-Modus und auch einen Herausforderungsmodus, aber da hatte ich schon damals kein richtiges Interesse dran. Weil unter anderem, es gibt Leute, die sind dann in solchen Spielen im Wettbewerb deutlich besser als ich und ich bin dann relativ schnell frustriert, wenn ich im 100. Durchgang schon wieder getötet werde und immer noch keinen einzigen Punkt gemacht habe. Da bin ich einfach nicht so der Typ für. Ich bin hartnäckig, wenn es um manche Spiele geht, aber ich mag dann doch eher Spiele, bei denen ich nicht permanent nur üben muss, um überhaupt in der Unterliga mitzuspielen. Und Red Faction ist ein Spiel, da kann man gut mit einstellen. Schwierigkeitsgrad normal, ist okay. Sag mal so, wenn man so begeistert von so einem Spiel ist, dass man es direkt 5-mal durchspielt, dann sind die höheren Schwierigkeitsgrade wahrscheinlich durchaus gerechtfertigt. Aber ich wollte es halt genau 1-mal durchspielen, damit fertig werden und einen Haken dran machen. Und genau das werde ich tun. Heißt nicht, dass das Spiel per se jetzt für immer tot ist. Ganz im Gegenteil. Aber es ist so eine Sache, die ist jetzt für mich abgehakt. Kann ich mal zu sagen, schön, ist fertig. Ja, ja. Und im Abspann die Compliance-Leute. Das gehört alles nicht in den Abspann. Technician Supervisor. Ich setze Geld drauf. Und das mache ich nur, wenn ich mir absolut sicher bin, dass ich gewinne. Dass diese Leute nichts mit dem Spiel an sich zu tun hatten, sondern das waren die Leute, die geguckt haben, dass die Netzwerkkabel alle richtig eingesteckt sind. Customer Service ist auch witzig. In welchem Zusammenhang stand der Customer Service mit diesem Spiel? Customer Service ist das, was ich jetzt anrufe, wenn ich mit dem Spiel ein Problem habe. Und das macht natürlich heutzutage keiner mehr. Die Zeiten sind vorbei, dass man die offizielle Hilfshotline anruft. 1 Not endorsed by NASA. Wieso muss man sowas überhaupt sagen? Wer käme auf die Idee, dass Red Faction Guerrilla in irgendeiner Art und Weise von der NASA unterstützt werden würde? So, jetzt kommt natürlich der Freeplay-Modus, wo man noch alle Erzvorkommen suchen kann und alle Waffen freischalten kann und bis in alle Ewigkeit in der Nase bohren kann. Brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin kein 100% Mensch, ich spiele nicht auf Konsole, ich spiele auf PC. Auf Konsole hat das einen gewissen Sinn, weil da kriegt man dann ja noch Trophäen für und alles. Sinn sehe ich da drin trotzdem nicht. Ich fand es ein bisschen schade. Ah, schön. Ich kann den Schwierigkeitsgrad auf verrückt stellen. Eines Mal über den Goldbrecher. Dann können wir Zerstörung zurückziehen. Aha. Neue Hämmer und Rucksäcke. Okay, das ist neu. Das ist neu. Die Truppen der IDF kämpfen noch immer. Warum geben sie nicht einfach auf? Weil das Spiel dann langweilig wäre. Thermobar, Personen, Vorschlag, Aufnahme.
Aha, okay. Noch stärkerer Hammer. Na, ein Nasenbrecher, ja, ist klar. Streithammer, Streitaxt, Blutknüppel. Ja, okay. Es gibt tatsächlich Sachen, die man noch erkunden könnte, wenn es denn interessant wäre. Ich fände es schön, wenn man jetzt die Munitionsmenge nochmal erhöhen könnte, weil wer jetzt tatsächlich noch weiterspielt, der spielt, um Sachen kaputt zu machen. Dich mal zusammen, Mason. Doch, ich hab getroffen. Ich meine, das war schon eine ziemliche Revolution in einem gewissen Maße. Wenn ich mich mal weniger gestresst fühle, mache ich eventuell auch Timeshift. Das Spiel hatte auch einen gewissen revolutionären Charakter mit Sachen, die heute eigentlich relativer technischer Standard geworden sind. Also Zeitshift-Anzug, ne? Zeit vorlaufen lassen, zurücklaufen lassen. Zeit verlangsamen, Zeit anhalten. Aber das ist halt auch so ein Spiel, das einen dauernd unter Strom setzt. Das ist ein extrem cooles Spiel. Und das war das erste Spiel, das eine teilweise Zerstörbarkeit des Geländes als Feature hatte. Sodass die Betonsäule, hinter der man sich versteckte, nicht ewig haltbar war, sondern halt nach einer gewissen Zeit von Dauerbeschuss sich zerlegen ließ. Das war schon extrem cool. Ja, und der Anzug per se ist auch in Ordnung. Wie ist dieses Ding gebaut? Ich meine, heute ist das natürlich alles technisch ein bisschen ausgereifter, aber wie gesagt, das ist 10 Jahre her, dass das Spiel neu war. Sogar mehr, glaube ich. 12 inzwischen. Ja, und das ist natürlich auch eine Menge. Und die Tatsache, dass man halt ein Loch in eine Wand schlägt und dadurch ein Gebäude betritt. Oder eben generell einfach eine alternative Strategie wählt, um ein Problem zu lösen. Das ist auch erst ein nach 2000 Ding.
vorher. Hässliches Ding. Vorher gab es solche Sachen einfach nicht. Da war es einfach so, dass ein Weg eben vorgegeben war. Open World bedeutete, dass man sich nur frei durch die Stadt bewegen konnte. Ich könnte ja irgendwann mal GTA Vice City spielen. Um das mal zu zeigen, wie Open World solche Spiele eigentlich waren. Open World bedeutete einfach nur, dass die Welt halt frei zugänglich war. Mehr nicht. Toll. Sowas von gründlich daneben geschossen. Hey Mason, hier spricht Jenkins. Mein Kanonier ist abgehauen. Ich brauche Hilfe. Du findest mich hier. Die Mission, die ich hier gemacht habe, ne, das ist auch so ein schönes Beispiel. Ich hätte auch Kraft voraus einfach ins Gebäude rasen können, wenn ich mir vorher ein entsprechend großes Fahrzeug zugelegt hätte. Wäre das genauso eine Möglichkeit gewesen. Na gut, ich denke mal, meinen Punkt habe ich jetzt klar gemacht. Und wie gesagt, meiner Meinung nach gibt es hier eigentlich jetzt nicht mehr viel zu tun.
Spaß, aber... Ich meine, es ist schade, dass wir die Dinger so selten eingesetzt haben, weil mit dem Design haben sie sich eine Menge Mühe gegeben, das muss man ja zugeben. Also hier hatten Designer extrem lange dran gearbeitet. Und ich finde es dann einfach schade, dass das dann nicht gewürdigt wird, weil man damit im Endeffekt viel zu wenig Zeit verbringt. Na gut. Lass mal es gut sein. Danke fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst es mich ruhig wissen, wenn es euch gefallen hat. Dafür ist die Kommentarsektion ja schließlich da. Ich hatte meinen Spaß und ich hoffe mal, ich sehe euch auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.